Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir haben hier ein neues Pokémon vor uns. Was ist denn das? Clonkett. Hört sich ja sehr interessant an. Wollen wir es mal anfangen? Warum nicht? Ein Stein-Pokémon, wie mir scheint. Aber ein wenig modern, oder nicht? Ich glaube aber, das killt schon, Aquaknarre. Das ist dann nicht so gut, oder? Killt das schon? Ja, ja, schade. Okay. Dann wollen wir doch mal ein anderes Pokémon vorsetzen. Um es zu fangen. Ups, nein, 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 wir wollen keinen Bericht. Mit zum Beispiel Houtini. Das können wir versuchen. Dum, dum. Wir sind übrigens gerade, für die Leute, die nicht up to date sind, auf dem Weg zur ersten richtigen Stadt. Zur ersten Stadt, wo wir so wirklich auch einen Arena-Orden bekommen können. Ich dachte, das würde schon längst passiert sein, aber leider ist es die falsche Arena, wie man es kennt. Ne? Ein Volltreffer, was soll denn das? Du Blödmann! Kriegst zurück, Rasierblatt! Oh, zum Glück war es nicht stark genug. Ab in den Pokéball mit dir! Bong? 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 Juhu! Wir haben dieses mysteriöse Clonkett gefangen. Wir werden es aber nicht ins Team nehmen. Habe ich einfach nicht vor. Ich werde Stein- und Kampfattacken und sowas einfach Volley beibringen. Schätze ich mal. Also ich hoffe mal, dass Volley das kann. Ich denke mal. Ich denke mal, Volley ist ein Schaf und wird dann später vielleicht so einem... So, weiß ich nicht. Was könnte zu so einem... So eine Ziege werden oder so. Kann ich mir vorstellen. So eine Ziege mit ein paar Kampfsteinattacken oder so. Ja, willst du kämpfen? Ja, ich dachte mir schon. Wolltest du dich einfach an mir vorbeischleichen oder vorher meine Pokémon zu bewundern? Nein, wollte ich nicht. Ich wollte gegen dich kämpfen, Schülerin Mathilde. Ein Fedilu. Das am Stehen ist. Ich glaube, früher am Sprite war das so auf allen Vieren, aber es wundert mich nicht, dass es auch stehen kann. Aua, das tut weh. Jetzt kriegst du zurück, Rasierblatt. Und nochmal. Ich hoffe, wir kommen heute zumindest zu einer Mine. Also doch, wir werden es auf jeden Fall zu einer Mine schaffen, denke ich, aber... Vielleicht schaffen wir die sogar durch, das wäre mein Ziel. Cortini kann sogar Lockduft, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wie das, ob das auch außerhalb funktioniert. Normalerweise geht das ja. Bekommt man ein Pokémon einfach so random Kämpfe. Weiß aber nicht, ob das hier auch so ist. Volley Level 14, das finde ich nice. Irgendwann wird sich darauf Volley auch entwickeln. Als nächstes wollen wir mal Fleckleon wieder reintun. Unser cooles Fleckleon. Krasser Emo. Aber ich mag ihn tatsächlich. Ich hoffe, der dritte Entwicklung ist ein Emo, aber mehr so wie Memmion. Das wäre cool. Ja, was heißt mehr so wie Memmion? Halt so von der Cuteheit her, keine Ahnung. Mir ist schnurzpiep egal, ob ich gewinne. Ich wollte dir einfach nur meine Pokémon zeigen. Okay. Wenn es um die Liebe zu unseren Pokémon geht, gewinne ich definitiv ich. Gewinne definitiv ich. Okay. Ein Bärenbaum, ja, den wollen wir natürlich pflücken. Immer zweimal. Oder hören wir einfach direkt schon auf. Drei reichen mir schon. Cool, cool. Hier ist ein goldener Ball. TM 37 Prügler. Okay, okay, okay. Können wir es irgendjemandem beibringen? Will ich das irgendjemandem beibringen? Gute Frage. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ach, nur Mercurio. Nee, Maiko. Maiko. Aber ich will gegen den Trainer kämpfen, deshalb lasse ich dich mal in Ruhe, ne? Ciao. Was? Maiko? Nein! Ich dachte so, nochmal, Fluch gescheitert. Du kannst nicht fliehen. Da ist ein Polizist, wie mir scheint. Müssen wir aufpassen. Ups. Nein, ich komme mit dem System nicht so ganz klar, weil das so ein wenig... Im Laden ist immer, das lädt immer so lang. Das nervt mich immer. So, ein Kinderkampf, da brauchen wir mit Fleckleon angeben. Komm her.
Ich stelle sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Na, das wollen wir mal sehen. Ich stelle wohl dir lieber eine Niederlage zu, Postbote Peter. Peter. Ein Botogel. Ach, das kann doch gar nichts, du. Aquavelle. Das ist Typ Eis. Also ich musste aufpassen, weil das ist effektiv gegen mich. Aber ich bin stark genug, um es zu one-hitten, wie es aussieht. Sogar mit Volltreffer. Nice. Mauzi Level up. Und Klonke hat mir egal. Das war's schon. Da habe ich dir wohl versehentlich den Sieg geliefert. Tja, passiert mal. Briefe stecken voller Gefühle, deshalb muss man sie sorgfältig zustellen. Es gab ja früher so Items, die konnte man einem Pokémon geben. Das war so ein Brief. Das war noch Zeit. Oh, ein Campingplatz. Hey. Schlag doch mal ein Zelt auf und koch etwas, um deine Pokémon aufzupäppeln. Ich hätte hier eine Beere für dich, die du beim Kochen bestimmt gut gebrauchen könntest. Eine Amrena-Beere, dankeschön. Und du such einfach das Zelt eines anderen Trainers, um sein Pokécamp zu besuchen. Bist du ganz herzlich eingeladen, hier reinzugehen. Okay, machen wir's mal. Gut, und da, was hast du denn so für Pokémon, meine Liebe? Mein Fleckleon einfach hier. Was ist denn hier los? Süß. Boing, boing, boing. Warum bewegt sich das so seltsam, mein Fleckleon? Das sieht so seltsam aus. Und mein Stick driftet immer. Hallo, ihr Süßen. Wie geht's? Erzähl mir mehr. Okay, mach. Okay, lassen wir es erstmal. Stellen wir mal unser eigenes auf und versuchen mal zu kochen, oder? Ich versuch's mal. Na, wie geht's euch allen so? Hi, hi. Menü. Kochen. Kochen! Bereite ein leckeres Gericht aus Zutaten und Beeren deiner Wahl zu. Je hochwertiger die Lebensmittel sind und je mehr Beeren du ins Essen gibst, desto besser schmeckt es dann. Nutze den Fächer, um das Feuer zu regulieren, sobald du mit dem Kochen beginnst. Rühre dann alles mit der Schöpfkelle um und gib dabei Acht, dass du nichts verschüttest. Mit der nötigen Prise Liebe und dem perfekten Timing wird daraus ein Festmahl für deine Pokémon. Ist das Gericht fertig, heißt es für alle, Essen fassen. Die gemeinsame Mahlzeit hat diverse Effekte auf die Pokémon in deinem Camp. Sie stellt zum Beispiel ihre KP wieder her oder macht sie dir gegenüber zutraulicher. Kochen. Machen wir das mal ein wenig. Ja, aber fast gar nichts, leider. Hinzufügen und eine Amrena wäre eine Pfirsichbeere, eine Sinelbeere und dann bereit. Versuchen wir mal. Los geht's. Luft zu fächeln. Okay, ich drücke A. Na komm. Oder was soll ich machen? Ach so, das soll brennen. Ach so, jetzt check ich's. Das soll brennen. Dann brenn mal. Oh, da kommt schon Mauzi. Gut umrühren. Mit dem rechten Stick. Okay. Ich dreh. Oh, hier beim Mario Party 64 wieder. Oh, drehen mit der Handinnenfläche. Drehen. Na los. Ja. Oh, war das schlecht? Sorry. Guten Appetit, ich hoffe, das war gut. Oh Gott, ich habe, glaube ich, verkackt. Nein. Oh, alle sind glücklich, wie süß. Scharfes Apfelcurry. Nice. Juhu! Oh, ich liebe Fleckleon, das ist so cool. Güteklasse, Hokumil, das Pokémon.
Aha, okay, okay. Haben wir das Rezept jetzt auch? Ich glaube schon. Cool, cool. Hat mir sehr gefallen. Und Level up. Nice. Nice. Cool, cool. Hat mir sehr Spaß gemacht. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Denn hier ist der Eingang. Aber auch ein Trainer. Je nachdem, was für einen Typ ein Pokémon angehört, ist es im Kampf entweder im Vorteil oder im Nachteil. Ja, das ist, glaube ich, mittlerweile jedem klar geworden hier. Schüler Finn. Finn, du hast keine Chance gegen mich. Thermopod. Thermopod, was ist das denn für ein Kaugummikäfer. So sieht's aus für mich. Lol. Hau ab, Kleines. Kannst gar nichts, ich bin Fleck Leon. Ich bin ein Emo. Welt ist kacke. Ich bin irgendwie zu stark mit Fleck Leon, hab ich das Gefühl. Ein Kerada, nie von gehört. Was denn das? Das sieht ja voll cool aus. Sieht aus wie so ein Mario-Gegner. Lol. Keine Chance gegen mich. Tschüss. Er lebt noch. Käfertrutz. Aua. Und nochmal. Aquavelle. Nice. Okay. Und was kriegen wir? Ein Level Up für Evoy und Clonkett, egal. Oh, coole Augen. Ja, 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 ja. Für guten Schlag. 1, 2 und schwupp. Nice, das ist nice. Ja, ja, cool, cool. Schüler Finn besiegt. Wenn man jemanden herausfordert, der älter ist, fühlt man sich im Nachteil. Wie du meinst. Wenn du es im Kampf mit einem Gegner zu tun bekommst, dessen Typ, den ich liege, versuch doch mal ein anderes Pokémon einzuwechseln. Ja, ja, ich weiß. So, ich ignorieren wir. Ein Supertrank. Cool, cool. Eingang zur Galamine 1. 1? Okay. Oh, hallo. Hallo, meine kleine Schwester und ich betreiben hier unser eigenes mobiles Pokémon-Center. Die Galamine 1 ist ja schließlich nicht gerade ein Zuckerschlecken. Warte, ich päppel deine Pokémon wieder auf. Danke. Du kannst mich jederzeit ansprechen, wenn du meine Hilfe brauchst. Okay, und deine Schwester, hast du gesagt, ist hier drin deine Schwester? Der Echo. Das ist cool hier. Oh. Hey, 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 Jungs, Jungs, Jungs. Oh, ihr seid so cool. Rotomur, boah, hab ich euch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Na, wie geht's euch so? Boah, ich hab dich echt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, die Jungs hier. Mit meiner Zunge stecke ich dich ab. Oh, diesen Ort haben wir schon im Trailer gesehen. Ja, genau, der das fünfmal getroffen hat. Und ich fand, der sah so geil aus im Trailer. Dieser Ort hier. Ich bin so krass geheilt auf diesen Ort hier. I am happy. Pokéball, los. Tschum. Bim, bim, bim. Das würde uns aber nicht folgen. Aber nochmal abschlecken geht nicht. Ich versuche nochmal, ansonsten lasse ich's. Ich habe nicht mehr so viele Pokébälle. Ich kaufe in der nächsten Stadt einfach nochmal ein paar Pokébälle ein. Obwohl... Bitte, 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 ja! Nice, 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 nice. Juhuhuhu, nice, 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 nice. Und wer entwickelt sich? Wolli vielleicht? möchtest du. Na, erstmal nicht. In mein Team. Oder nee, lass mal's. Ist egal. Ist egal. Nee, du auch noch. Ich bin so gehypt auf diesen Ort. Ich muss kurz diese Pokémon hier einfangen. Aber ich bin mit Fleckleon echt zufrieden. Bisher war die Entscheidung, Memmion zu wählen, definitiv noch keine Enttäuschung. Ich hoffe nur, die letzte Entwicklung ist keine Enttäuschung. Ich habe Angst. Ich habe Angst, nicht, dass die letzte Entwicklung kacke wird. Aber ich vertraue dem Spiel. Aquaknarre? Nee, 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 verdammt, das ist zu stark. Hab ich nachgedacht. Ach, man hat kein Kiesling, ey. Auch egal. Irgendwann mach ich doch den Pokédex. Auf jeden Fall jetzt nicht hier im Let's Play. Vielleicht privat oder so.
Aber es wäre sonst langweilig, würde ich das im Let's Play alles machen. Ein Sternstück! Cool, cool. Diktor! Diktor, was geht? Dich wollen wir vielleicht haben. Nee, ich nehme es nicht ins Team, aber vielleicht kann ich ihn da fangen. Genug Schaden mal auf jeden Fall. Okay, Pokéball. Versuchen wir's. Bleib drin. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Yes. Dam, bam, bam, bum. Oh, die Folge ist schon zur Hälfte zu Ende. Schon? Verdammt. Es geht so schnell. Nein. Ich will zuchten und zocken bis zum Gehnimmer. Und es ist erst Samstag, wo ich es gerade aufnehme. Das Spiel kam erst gestern raus. Und ich will einfach weiter zocken und bis zum Geh nicht mehr. Aber so viel kann ich nicht zocken, weil ich zum einen nicht so viel Platz habe. Und zum anderen will ich es gerne aufnehmen. Deshalb will ich das eigentlich. Ja, keine Ahnung, ich blabber nur Müll, lass mich in Ruhe. Mauzi, Level 15, cool, cool. Ich habe jetzt keine Lust, das zu fangen. Oh, die Musik. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Das ist so cool hier. Guckt euch die Grafik an, ey. Okay, die weiter unten sind vielleicht nicht ganz so geil, aber sonst. Die Lichteff. Okay. Ah, im Trailer sah es vielleicht etwas aufgehübschter aus, aber ist trotzdem eine Augenweide, finde ich. Sieht geil aus. Oh, vielleicht kann man dieses Sinnoh-Minigame machen. Diese Unterwelt. Das war so geil damals. Jo, was geht? Mein Partner und ich sind ein Dream-Team. Sowohl auf der Arbeit als auch im Kampf. Dann lass mal sehen, wer von uns das bessere Dream-Team ist. Nun, Kiesling. Ich habe ja einen Fleckleon. Und du nicht. Du hast kein Fleckleon. Hast du, habe ich recht? Nee, hast du nicht. Und gleich hast du auch keinen Kiesling mehr. Ein Gesift und tot. Level 19 für Fleckleon. Tränendrüse, gerne. Obwohl. Dem Anwender stehen Tränen in den Augen, wodurch das Tier seinen Kampfeswillen verliert. Angriff und. Ja. Machen wir Klammergriff dafür weg. Versuchen wir es mal. Vielleicht ist das ja eine gute Attacke. Passt auf jeden Fall zu Memion und Fleckleon. Okay, das war nicht ganz so traumhaft. Stimmt. Das war nur der Vorführeffekt. Auf der Arbeit ist unser Zusammenspiel ein wahrer Traum. Okay, ja, kennt man. Oh, sieht so cute aus. Kann ich hier nicht durch zum Pokéball? Ich kann die Kamera leider nicht drehen. Pokéball, komm her. Der Echo-Effekt ist aber richtig cool. Ah doch, hier. Nice. Drei Superbälle. Cool, cool. Danke, danke. Was gibt's noch so? Ich hoffe, hier Hülle ist groß. Anscheinend nicht. Oder wo sind wir jetzt? Felswurf. Ah, danke. Nicht hier runterfallen, ja? Nicht da runterfallen. Ich glaube, Felswurf könnte ich ja mal nachgucken, ob... Ich mach das mal eben. Will ich mal nachgucken, ob Volleylasser lernen kann. Ah, kann sie nicht. Schade auch. Schade, schade. Naja, ist dann wohl so. Oh, hier geht's lang, Leute. Guten Tag. Wer auf der Arbeit ordentlich was schaffen will, muss regelmäßig trainieren. Okay. Irgendwie cute. Ja, ich find's irgendwie cute. Oh, ein Praktibalk. Oh, guck dir das mal an, wie Praktibalk ohne Ränder aussieht. Ohne diese schwarzen Ränder um sich rum. Das sieht da sick aus. Leider muss ich's umbringen, sorry.
Ein Praktibalk noch eins. Warum hast du es zwei? Na egal. Beide machen wir mit links und rechts down. Kein Problem für mich. Easy. Zack. Noch ein Praktibalk. Okay. Wie viele hast du bitte noch? Zwei weitere? Ich meine, Free XP für mich. Warum nicht? Zack, zack. Dadadam, Houtini, Level 16. Kanon? Was macht das? Ah, das ist ein Gesang. Ja, ja. Sing den Anfänger mit einem Kanon. Steigt die Stärke. Machen wir mal Lockduft weg. Anscheinend funktioniert Lockduft nicht im Ort draußen. Von daher, Kanon. Oh, das war eine lehrreiche Trainingseinheit. Training ist unwichtig und nach einem Fehlschlag dran zu bleiben ist sogar noch wichtiger. Okay. Was gibt's hier? Oh, Item. Kriegen Master, wir kriegen voll viele TMs. Merkt ihr das? Wann kriegt man bitte so viele TMs? Und ein Säckchen Sternenstaub. Kann man verkaufen. Oh, cool. Fleckneul, glaube ich, hieß das. Ne, Fleckneul. Ja. Fleckneul könnten wir auch eigentlich fangen, oder? Aber ich bin zu stark. Ich glaube, ich wechsle auch jemanden Pokémon mal aus, damit das nicht so einfach ist. Weil ich skippe ja irgendwie alles so. Vielleicht etwas zu langweilig. Ist mir doch egal, was du da lernst. Wenn du willst. Ja, dann mach halt. Mir doch egal. Hä? Mach, was du meinst, Clonkett. Bist eh nicht in meinem Team. Bist verdonnert, für immer in meiner Box zu bleiben. Und das wollte ich nicht. Wenn wir schon dabei sind, dann lass uns das doch killen. Geben wir ein paar Erfahrungspunkte nochmal dazu. Zack. Und tschüss. Ach so, es überlebt wegen Robustheit. Robustheit ist eigentlich eine sehr OP-Fähigkeit. Aber das heißt nicht, dass du jetzt für immer lebst. Du bist jetzt tot. Ciao. Okay. Okay, okay. Evoi, level up. Ich war einmal, danke. Lol. Bewegen wir es mal mit Volley. Ich würde gerne mit Volley nochmal kämpfen. Okay. Hallo. Ich arbeite hart. Dasselbe warte ich auch von meinen Pokémon. Ja, das hoffe ich auch. Bei meinen zumindest. Ein Dick da. Ist das Dick da? Ist es gleich wieder weg. Zwei Pokémon hat sie. Versuchen wir es mal mit Tackle. Ansonsten wechsle ich zu Fleckleon. Okay, passt. Volley, du bist krass. Krasses Mädel, du schaffst das. Go girl, go girl. Deckel. Nein, wieso? Ach so, hat er gerade seine Dings erhöht. Hör auf damit. Ich würde dich trotzdem mit One hitten. Zack. Nice. Eigentlich bräuchte ich mal eine Pause von dem Spiel, so ein wenig. Level 16, nice. Aber ich will bis zur ersten Arena noch schaffen, mindestens. Doppelkick wäre sehr gut. Machen wir mal einige dafür weg. Also ja, Volley wird unser Kämpfer. Tank, unser Tank. Ich will, dass Volley so ein Tank wird, so ein Kämpfer-Tank. Warte mal, Rotomorph. Was geht, Bruder? Ich sag dir mal meine neue Attacke, Doppelkick. Die ist voll cool. Doppelkick.
Okay, macht nicht viel Schaden. Dann tauschen wir einfach unser Pokémon aus mit Fleckleon. Our Lord and Savior Fleckleon. Man kennt ihn halt einfach. Ja, yeah, man braucht mich. Au. Das hat wehgetan, das kriegst du auf die Fresse. Instant tot. Nice, nice. Noch ein paar Entwicklungen. Sind immer schön gesehen, so. Level 20 für Fleckleon. Oh, deine Pokémon würden sich auch hervorragend in meinem Team machen. Tja, kriegst meine aber nicht. Ich liebe Pokémon, die ordentlich mit anpacken können. Okay. Coole Brücke hier. Hier ist noch ein Trainer, den machen wir gleich. Erstmal das Effa hier. Und das Pokémon sieht aus wie dieser Mienkart-Ding hier. Können wir jetzt einfach mit fahren? Ah, da geht's weiter, da geht's lang nach draußen. Und hier, Beleber. Diesen Typ. Hi. Da bin ich extra hier, um nach Items zu suchen. Was finde ich? Einen Trainer. Bist du beleidigt oder was? Für mich ist das gut, weil dann kann ich dich nämlich besiegen und du hast keine Chance, das dagegen zu tun. Doppelkick. Ach, ich mag Volley. Dann ist die Folge gleich schon wieder zu Ende. Oh Mann. Das Spiel macht einfach so süchtig. Immerhin endlich mal ein Spiel, was so richtig wieder süchtig macht. Das hatten wir schon, hatte ich schon seit Mario Maker nicht mehr. Und das kam Anfang des Jahres raus. Oder Mitte. War für mich eine lange Zeit, keine Ahnung. Maus Level 16, cool, cool. Eine Biss erlernen, ja, gerne, gerne, gerne. Mach mal Kratzer dafür weg. Oh, mit einem Item hätte ich den Kampf bestimmt noch herumreißen können. Nope, hättest du eh nicht. Wenn du Items findest, dann benutze sie auch. Jedes Item ist quasi ein Geschenk von einem Unbekannten da draußen. Und ich merke gerade, ich glaube, ich kann About sie gar nicht entwickeln, weil das dann kein Dynamax mehr kann. Oder? Was? Wie sieht das aus? Weiß noch einer, vielleicht mehr? Schreibt mir gerne rein, ob das überhaupt geht. Pokéball. Zwei Supertränke. Cool. Oh, hey, du schon wieder. Willst du etwa hier durch? Das würde ich mir an deiner Stelle nochmal gut überlegen. An mir kommt kein Trainer, der im Besitz eines Wunschsterns ist. Ungeschoren vorbei. Werden das kämpfen? Du bist doch diejenige, die vom Champ für die Arena-Challenge empfohlen wurde. Habe ich recht oder habe ich recht? Du hast recht. Ha, wie armselig. Jetzt hören wir mal gut zu. Der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ, kapiert? Ich habe eine Empfehlung vom Liga-Präsidenten. Das heißt, ich bin auch tausendmal wichtiger als du. Falls dir das gerade zu hoch war, demonstriere ich dir meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Wie du meinst. Betis. Monozyto? Der hat die Arschbacke? Krass. Der hat drei Pokémon. Okay. Das ist Psycho, glaube ich, nur, oder? Ich muss seinem Pokémon ja auch die Gelegenheit geben, sein Können zu zeigen. Ja, ja. Aua. Ich habe da so ein passendes Pokémon, was mir da helfen kann. Ein richtig cooles. Fleckleon! Haha, das hast du nicht! Ja, ich wurde gerufen. Wo braucht ihr mich? Ich brauch dich, das A-Pokémon da zu killen. Kein Ding, Mann. Tja. Down. Level-Ups. Nein, leider nicht. Ein Mollymorba. Was war das nochmal? Ich kenne den Namen, aber... Ach, das Vieh! Ach ja, das gab's ja auch. Ich hätte vielleicht heilen sollen. Egal, easy One-Hit, ne? Ja, lol. Das war nur ein Spaß, aber ich habe wirklich One-Hit. Krass. Clonecat, okay.
ein Primo war. Ah, das habe ich nur dir zu verdanken. Lass mich einfach gewinnen. Oder irgendwie sowas hat er gesagt. Ach, Primo war das Vieh. Ah ja. Ah ja. Aquavelle. Nice. Sorry. Aber es musste sein. Wir haben gewonnen. Verstehe, na soll's. Ich hab, was auch immer, ich hab auch nicht ernst gemacht, so. Ich hab dich extra gewinnen lassen. Ja, ja, das sagen sie alle. Erstaunlich, ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, dich zu wehren. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien und ich vergesse nichts. Sollten wir uns je in einem offiziellen Kampf begegnen, hast du keine Chance gegen mich. Wie noch mehr sei, ich habe alle Wunschsterne, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, dieses Loch zu verlassen. Ich auch. Raus hier. So, ich glaube, wir kommen jetzt nach Route 4. Oder? Ja, Route 4. Und wie es hier in Route 4 weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wir werden wahrscheinlich auch in der nächsten Folge die Arena betreten, wenn wir Glück haben. Schalt beim nächsten Mal vorbei. Wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Mal ist, lasst ein Abo da, Glocke aktivieren, Like, falls es euch gefallen hat. Und haut rein. Schönen Tag noch. Tschüss.